Liebe Fight-Fans, Co-Main-Event des heutigen Abends, Co-Main-Event der IFP Fight Night, Clayton Raven trifft auf Mesut Selimovic. Mesut Selimovic repräsentiert das Supercup Kickboxing. 5x3 Minuten, es geht um den IFP-Title. Mesut Selimovic hat vor gut 3 Monaten ordentlich Livershot TKO gehabt. Bin mir nicht sicher, ich glaube, das war sein letzter Fight. Clayton Raven am 13. Mai bei Enfusion. Spektakuläres Flying Knee TKO gebracht. Bin gespannt, die zwei treffen heute aufeinander. Angesetzt auf 5x3 Minuten. Bisher der längste Kampf, potenziell der längste Kampf. Ob der Kampf wirklich über die Runden geht, ist zu hinterfragen. Schöner Lowkick hier von Raven. Schöner Middle-Kick hier von Selimovic. Harte Aktion hier. Wirklich von beiden. Schöner Low-Kick. Gut zur Leber hier, Raven. Knie knapp verfehlt. Zwei Drahte in der Nähe von Selimovic. Raven hat hier Selimovic an die Seile gestellt. Selimovic aber 2, 3 harte Hände. Beide lächeln sich kurz an. Mitten im Krieg. Die halbe Halle schreit hier gerade. Mesut als Support für Selimovic. Schöne harte Hände hier wieder. Guter Headkick. Schöner Left Hook. Schöner Low Kick hier, setzt Selimovic zu Boden. Ich glaube, das war ein Low Calf Kick. Ich bin mir nicht sicher, ob Selimovic da ordentlich Gewicht drauf packen kann. Wirkt nämlich gerade nicht so. Wirkt ein Ticken wackelig gerade auf den Beinen. Schöner linker Haken, dennoch hier von Selimovic. Schöner Tipp, perfekt getimed. The end of the first round. Gute erste Runde. Schöne erste Runde. Clayton Raven. Meine sehr interessante erste Runde. So wirklich ein paar harte Hände hier von Selimovic gehabt. Ordentlichen Low Kick, bin mir sicher, ob der Low Calf, also unters Knie geschlagen an die Wade. Wirkte nämlich so, als hätte Selimovic kurz die Fähigkeit verloren, Gewicht aufs vordere Bein zu packen. Wir beobachten das Ganze mal weiter. Round 2 von möglichen 5. Schöne Hände hier wieder. 2 Punches. Schöner Left Hook. Ei! Das Bein gibt auf. Es war doch ein... Oh, das sieht aber echt nicht gut aus. Das sieht echt nicht gut aus. Ich denke, es ist vorbei. Das sieht echt nicht gut aus. Eieiei, ist vorbei. Clayton Raven gewinnt durch TKO.
durch den Low Calf Kick. Gerade noch besprochen, gerade noch gesagt, dass wir das Ganze weiter beobachten werden. Ein Kick später ist der Kampf vorbei. So schnell geht das. So schnell geht das Ganze. Clayton Raven sichert sich jetzt hier nicht nur den TKO-Sieg innerhalb von 2 Runden gegen den erfahrenen Selimovic. Er nimmt sich zusätzlich dazu auch noch den IFP-Title mit zurück zum Kickboxing Fearless. Starke Leistung. Dini zum Ring bitte. Ich hoffe, dass Selimovic jetzt keine wirklich bleibenden Schäden hat, aber das sah echt nicht so gut aus. Stark angeschwollen hier das Bein. Hat er gut, ich glaube wirklich nur 2, vielleicht 3 Mal getroffen. Vorbei. Stark angeschwollen das Bein. Das ist doch starke Abdrücke da. Wow. The champion, the IFB champion in the minus 88 kilogram division is the man in the red corner, Clayton Raven. Clayton Raven sichert sich den Sieg und sichert sich den IFP-Title. Durch TKO, durch diese Low-Calf-Kicks. Herzlichen Glückwunsch an Clayton Raven. Very good performance. Well, and also your appreciation for his opponent from tonight's fight, Mesut Selimovic. Where now, ladies and gentlemen, for the main event.